Hey ho, Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr wolltet ihn. Ihr wolltet den Monster Haul. Und Leute, mein ganzer Schminktisch ist voll mit Sachen, die ich in den letzten Monaten gekauft habe. Also erstmal müssen wir sagen, ich wollte ja eigentlich regelmäßig Hauls drehen. So einmal im Monat. Mein letzter Haul war im Mai. Hat gut geklappt, ne? Ich weiß, dass ihr unheimlich gerne Hauls guckt, das weiß ich. Und ich gucke auch gerne Hauls, nach wie vor. Und meine Hauls mache ich hauptsächlich deshalb, um mich zu erinnern, was hast du eigentlich gekauft, um ein paar Wochen, Monate später wieder ein Video zu machen, nämlich eine Haul-Review. Ich habe erst eine gedreht vor kurzem, um euch zu sagen, was ist eigentlich aus den Sachen geworden? Wie waren die eigentlich? Waren die eigentlich gut? Waren die doof? Wie auch immer. Und deshalb kommt jetzt dieser Haul, damit ich irgendwann eine Haul-Review dazu drehen kann. Und wenn ihr sehen wollt, was sich in den letzten 4 Monaten hier so getan hat, Alter, bleibt dran, es geht direkt los. Es ist krass. Normalerweise sortiere ich meine Hauls ja danach, wo ich die Sachen gekauft habe. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung. Das ist so viel und so viel Verschiedenes, dass ich einfach gar nicht mehr weiß, wo hast du das Zeug eigentlich gekauft. Und deshalb habe ich das heute ein bisschen anders sortiert. Also es ist vielleicht wird es ab und zu mal kuddelmuddelig, aber ja, wir fangen jetzt einfach irgendwie an. Würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Drogerie. In der Drogerie habe ich Folgendes gekauft. Es ist so, dass ich euch jetzt natürlich nicht sage, wie die Sachen so sind, weil über ein paar Sachen könnt ihr natürlich schon was sagen. Über ganz viele von diesen Sachen habe ich auch schon Videos gedreht. Also wirklich über sehr viele Dinge, die hier stehen, sind schon Videos. Aber manchmal dreht man halt auch ein Video über ein Produkt und ist mega begeistert, findet das qualitativ total gut oder wie auch immer. Und am Ende benutzt man es nicht. Also das heißt dann nicht, dass es für das Produkt, dass es schlecht ist, sondern ja, irgendwie gibt es dann was anderes, was man dann benutzen will. Und dementsprechend gibt es halt, wie gesagt, schon sehr viele Videos darüber, über die meisten Sachen oder über viele Sachen, über manche kommen noch Videos. Und ja, ich fange jetzt mal mit der Drogerie an. Ich habe gekauft den Trend It Up Lip Voluminizer. Mit Chili. Ups. Dann habe ich das Got to Be Schwarzkopf Got to Be Got to Be Kleber for Brows and Edges. Und 2 Foundations. Die Hydro Stay von Trend It Up. Ich habe die schon einmal benutzt. Ich fand sie nicht so toll. Ich fand sie aber auch nicht so schlecht. Ich werde sie auf jeden Fall noch mal in einem Video irgendwann tragen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Dann habe ich auch diese neue von L'Oreal, diese Perfect Match Nude. Die, da habe ich auch ein Video schon zugedreht. Guckt euch das ruhig an. Also wirklich sehr gut, muss man einfach sagen. Sehr interessante Foundation. Dann habe ich gekauft das Catrice Brow Fix Soap Stylist. Ist okay. Und jetzt aktuell gekauft diese beiden Teile hier. Und zwar war ich bei einer Freundin. Wir treffen uns 2-3 Mal im Jahr. Uralte Freundin, wir kennen uns schon seit 100 Jahren. Und meine Freundin hat schon immer geile Wimpern. Also die benutzt auch schon immer irgendein Wimpernserum hier und da, tralala. Und jetzt ist sie umgestiegen auf Svenja Wahlberg. Lash Cocaine und Brow Cocaine. Das sind diese beiden Serien. Ey, die hatte Wimpern, ne? Nee, mal ehrlich. Also, das war unnormal. Ich fand ihre Wimpern, ich hab immer gedacht, Alter, hast du dir die auffüllen lassen oder was ist damit? Die sind ja gigantisch. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das mal. Es ist einfach so, klar, diese Hormongeschichten und so. Ich bin auch vorsichtig, ich beobachte das ganz genau. Es gibt da immer wieder irgendwelche Leute, die sagen, es ist, da passiert dies, da passiert das. Es gibt aber auch 100.000 Leute. Also ich habe das jetzt neulich mal bei Instagram vorgestellt oder gesagt, dass ich das gekauft habe. Und es haben so unfassbar viele geantwortet, dass es voll geil ist, dass ihre Wimpern mega aussehen und was weiß ich. Das ist also wirklich
die meisten richtig krass positiv, natürlich auch ein paar dazwischen, die dem gegenüber skeptisch sind. Ich probiere es jetzt mal aus und wir werden mal sehen, was passiert. Und ganz ehrlich, das war es eigentlich schon Interessantes so aus der Drogerie, weil ich kaufe wirklich kaum mehr in der Drogerie, muss man sagen eigentlich. Ich bin auch gar nicht sicher, ob das wirklich hier alle Sachen sind, die ich gekauft habe in den 4 Monaten. Zumindest so grob an, was ich mich erinnere. Ja, Drogerie abgehakt. Dann habe ich hier so einen kleinen Haufen 11 Produkte liegen. Ich hatte mal bei 11 gekauft in... Ich weiß gar nicht, da hatte ich ein paar Sachen zusammengekauft. Und zwar hatte ich gekauft diese beiden Putty Bronzer von Elf. Ja, ich bin ja nicht so... Also es ist in Ordnung. Aber irgendwie habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Dann habe ich mir diesen Elf Jelly Pop Gel Highlighter bestellt. So ein Ding. Dann diesen Flawless Brightening Concealer. Der übrigens ganz nett ist, muss ich sagen. So erster Eindruck. Jelly Pop Lip Mask. Das ist einfach so eine Lippenmaske. Ich finde, die ist ein bisschen zu stark parfümiert. Das nervt mich daran. Und dieses Augenbrauen-Palettchen hier in der Farbe Black. Und das finde ich richtig gut. Damit kriegen wir richtig geile Augenbrauen hin. Also nur mal so ganz nebenbei. Ich meine, ich kann ja nicht, ich muss schon ab und zu mal was sagen zu den Produkten. Also das finde ich schon, das finde ich schon ganz cool, das muss ich sagen. Dann habe ich mir geholt, ich brauchte dringend einen neuen Spoolie und der war bei Douglas reduziert. Das ist hier von Revolution, der hat auf der einen Seite so eine Zahnbürste und auf der anderen Seite einen Spoolie. Fand den ganz nett hier so in Rosé, ne? Das ist ein Spoolie, Leute, ne? Aber ich brauchte dringend einen neuen. Weil gerade wenn man viel mit diesem Soap Brows arbeitet oder hier mit dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, dann siffen die echt schnell durch und dann müsste man sie ja waschen und ich wasche ja nicht jeden Tag die Dinger, also brauche ich einfach ein paar davon, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich ein Parfum gekauft und zwar Michael Kors Wanderlust. Ah, das riecht gut. Oh, da habe ich schon viel von benutzt, sehe ich gerade. Ich bin eigentlich gar nicht so eine krasse Parfum-Tante, aber manchmal rappelt es mich und ich hatte davon eine Probe bei Douglas und das ist so ein schönes, das, ich finde, es geht so ein Ticken in die Richtung Terry Mugler Alien, so in die Richtung, ne? Also so schon ordentlich, finde ich ganz nett. Dann habe ich gekauft Hatice Schmidt. Ja, habe ich natürlich auch ein Video drüber gemacht, ist ganz klar. Und zwar Hatice Schmidt Labs, den Bronzer und den Highlighter. Ich mag den Bronzer. Der ist ja auch schon benutzt, aber ich liebe den Highlighter. Also das muss hier gesagt werden. Definitiv ein Anwärter auf Jahresfavorit, kann ich euch sagen. Traumhaftes Produkt. Dann habe ich von einer Abonnentin abgekauft, diese Foundation. Die Good Apple Foundation von KVD Vegan Beauty. Das war eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten geschrieben und sie so, hey Jenny, willst du meine haben? Ich schicke sie dir. Und dann wollte sie es wohl losschicken an dem einen Tag. Ja, und dann hat sie mir geschrieben, ich so, mein Sohn war dabei, der hat die ganze Foundation hier halb rausgepult. Ich habe sie trotzdem genommen. Sehr interessante Foundation. Maxim hat jetzt gerade ein aktuelles Video darüber gedreht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die in einem Video schon mal benutzt habe oder nur bei Instagram. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die Farbe ist grenzwertig bei mir. Die ist ein bisschen hell und ich überlege, ob ich mir echt nochmal, weil die gibt es jetzt bei Sephora im Übrigen, ob ich mir die nochmal eine dunklere Nuance hole. Ich muss mal überlegen. Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich nicht 4000 Foundations rumliegen, ja. Aber sie ist schon wirklich sehr interessant und sie fühlt sich extrem gut an auf der Haut, muss ich sagen. Also, ja. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich eine neue Lieblingsnagellacke-Reihe entdeckt. Und Schande, ey, warum bloß? Warum muss immer alles nur noch teurer werden, ne? Also, meine 3 neuen Lieblingsnagellacke sind von Dior. Ja, leider. Die beiden sind aus einer Limited Edition. Early Bird und Wild Wings. Die seht ihr in letzter Zeit öfter auf meinen Nägeln. Und dann habe ich Grégé oder so. Das ist so ein... Also das ist so tot nude. Was ich an... Warum überhaupt Dior? Also ich hatte angefangen mit diesem Early Bird. Den hatte ich mir als erstes geholt. Und ich finde, dass diese Lacke
unheimlich geile Konsistenz haben. Ich mag das nicht so, wenn Nagellacke so dickflüssig sind. Ich trage lieber zwei, drei Schichten auf. Dünne Schichten, wisst ihr? Und die sind super flüssig. Also wenn ihr jetzt so, wenn ihr lieber so dicke, zähflüssige Nagellacke tragt, dann ist das hier nichts für euch. Aber die sind so dünn und die halten auch wirklich gut und machen echt ein tolles Finish. Also heute habe ich zum Beispiel einen schwarzen Nagellack und da drauf habe ich Early Bird. Da eine Schicht einfach so drüber und das finde ich ziemlich cool. Also Dior Nagellacke gefallen mir. Machen wir mal so ein bisschen Base-Krams, so random einfach alles Mögliche. Da hatte ich von Eborian diese CC Cream, die im Übrigen sehr schön ist. Achso, warte mal. Dazu habe ich auch mal, muss mal kurz abtauchen. Dazu hatte ich auch so eine Probe von dieser CC Eye Cream, die übrigens auch nicht schlecht ist. Das ist so eine getönte Creme. Also die beiden Sachen von Eborian habe ich mir geholt. Dann habe ich mir von RCMA dieses Make-up geholt. Läuft das hier aus eigentlich? Das sieht irgendwie seltsam aus. Ich glaube, das ist hier nicht ganz dicht. Das ist ein gutes Schätzchen. Ja, es ist nicht ganz dicht. Toll! Ganz toll. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ich weiß nicht. Also so im Nachhinein glaube ich nicht, dass das irgendwie eine großartig große Liebe wird. Dann habe ich nachgekauft von Misha diese Glow Cushion. Das ist die, die gerade aktuell benutzte. Diese Cushion Foundations, die geben halt irgendwann auf. Ne? Also die trocknen aus und da ist auch nicht so viel drin. Und ich liebe die, wirklich. Ich habe da übrigens die Farbe 23, glaube ich. Ja, 23. Die heißt genau Misha Cover and Glow Cushion. So heißt die. Und die habe ich nachgekauft bei YesStyle im Übrigen. Also meine Dings ist angekommen. Meine Lieferung, da gab es ja Schwierigkeiten. Die ist tatsächlich angekommen. Und ich habe gleich nochmal bestellt. Ich hoffe, die andere kommt auch an. Oh Gottes Willen. Dann habe ich mir zwei Sachen gekauft. Einmal diese Estee Lauder Futurist Aqua Balance Primer. Der fühlt sich extrem gut an. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich davon nicht ein warmes Gesicht kriege, weil ich hatte, wenn ich das drauf hatte, öfter mal ein warmes Gesicht. Allerdings habe ich in letzter Zeit oft ein warmes Gesicht. Also es ist super schwierig. Ich habe ja Rosacea und jetzt kommt der Herbst und ich habe so super krasse Rosacea-Flaschen jetzt schon wieder. Also es geht wieder richtig los. Meistens ist meine rechte Seite heiß. Also wirklich die Wangen richtig so rot, dass sie schon fast blau sind. Und heiß, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob der das hier möglicherweise begünstigt. Ansonsten hat er eine mega geile Konsistenz. Also ist auch leicht parfümiert. Das ist ja immer so eine Sache, aber wirklich fühlt sich extrem gut an. Dann habe ich den hier gekauft, den Invisible UV Flawless Poreless Primer. Ich finde den sowas von geil. Der ist so reich halt. Hat eine geile Konsistenz. Also Charlotte Tilbury, Ich mag es richtig gerne. Dann habe ich mir die beiden Concealer hier gekauft. Und zwar der neue Concealer von Anastasia Beverly Hills. Der heißt Magic Touch Concealer. Ich hatte mir zuerst die Farbe 6 bestellt. Die war mir einfach zu dunkel. Und habe dann nochmal die Farbe 3 bestellt. Ein außerordentlich spannender Concealer. Auch zu dem habe ich schon ein Video gemacht. Ein Foundation-Freitagsvideo sozusagen. Guckt ruhig mal rein. Ja, machen wir schnell. Habt ihr auch schon ein Video drüber gesehen. Hourglass, die beiden neuen Paletten. Natürlich sind die bei mir eingezogen. Dann habe ich weitere Sachen fürs Gesicht bestellt. Und zwar Pat McGrath habe ich auch in dieser Haul-Dekade gekauft. Geh auf. Und zwar, du heißt, glaube ich, Electric Bloom. Ich hatte immer nicht so verstanden, warum die Leute das irgendwie so hypen, ja, die Pat McGrath Blushes, weil im Grunde ist es jetzt nichts Besonderes, so vom Finish und keine Ahnung. Natürlich ist das eine besondere Farbe, aber es ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber die Haltbarkeit ist unnormal. Ehrlich, ich finde, die Haltbarkeit ist wirklich spektakulär. Dann habe ich mir zwei Sachen bei Kiko gekauft, auch die habt ihr schon in einem Video gesehen. Einmal aus dieser vergangenen quasi Sommer Limited Edition jetzt hier und zwar den Silky Bronzer in der Farbe 02 Unique Sienna. Ja, nett.
Und ein Silky Blush in Rose Garden. Sehr, sehr schönes Rouge. Sehr, 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 sehr schönes Rouge. Also solltet ihr da noch rankommen, die Rouges sind wirklich toll. Dann habe ich hier einiges von Milk gekauft. Einmal diese beiden Blur Sticks, einmal der Illuminating Blur Stick und der normale Blur Stick. Ich finde sie beide nicht gut. Was soll ich sagen? Ganz, ganz brandaktuell. Sunshine Under Eye Tint. Den neuen Hydro Grip Eye Primer. Und zwei von den neuen Bionic Blushes. Hab ich drauf. Ja, werdet ihr sehen. Interessant. Sehr interessant. Als Rare Beauty kam, habe ich auch natürlich ein paar Sachen gekauft. Ich habe auch schon Sachen wieder zurückgeschickt. Ich habe das auch in einem Video benutzt. Ich hatte auch diesen Primer, diesen Illuminating Primer. Oh Gott, das war so eklig. Also der hatte eine Scheißkonsistenz. Sorry, dass ich das so sage. Der hat viele, viele Glitzerstückchen drin gehabt. War gar nichts. Und auch die Foundation hatte ich, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Was mir aber ganz gut gefallen hat, was ich behalten habe, war einmal Liquid Luminizer in Enlighten. Hat eine ultra krasse Haltbarkeit, muss ich echt sagen. Den Concealer, wo ich immer noch nicht genau weiß, ob ich ihn mag. Dann ein Liquid Blush in der Farbe Grateful, schönes Blush. Und das Rare Beauty Always an Optimist Setting Spray. Super angenehm und saftig ist das. Also wirklich, ich kann das gut leiden. Hat auch eine richtig schöne, einen schönen Sprühaufsatz. Und ich glaube jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in dieser Zeit, wo meine Haut so trocken ist, wie kann man sich gar nicht vorstellen, dass es mir dann ganz gute Dienste leisten wird. Also finde ich wirklich die Sachen wirklich ganz schön, muss ich sagen. Dann habe ich mir ein paar Sachen von Too Faced geholt. Die haben ja einige Neuigkeiten rausgebracht. Einmal diese Killer Liner. Ja, ich hatte ja schon diesen Killer. Also Killer Kajal, der ist so zum Rausdrehen in Schwarz, ne? Zum Rausdrehen. Der hält auf eurer Wasserlinie für immer und ewig. Und dann gibt es die Killer Liner, die sind zum Anspitzen. Ja. Und da habe ich da haben sie mehrere Farben rausgebracht, sogar auch echt schöne Farben, muss ich wirklich sagen. Da habe ich einmal Storm und Espresso, sehr, sehr schöne Farben, sehr schöne Liner, muss man einfach sagen. Im Übrigen sind ansonsten auch noch sehr geile Liner in letzter Zeit rausgekommen, finde ich. Gefällt mir gut. Und dann habe ich zwei Augenbrauenprodukte. Ich habe jetzt. Die haben ja eine ganze Reihe rausgebracht. Auch so ein gefärbtes Augenbrauengel. Da hat mir eine Abonnentin geschrieben, dass das absolut blöd ist und dass das zu vergleichen ist mit dem von Essence. Also nur, falls ihr da spekuliert, überlegt es euch gut oder guckt es euch vorher einmal an. Ich wurde da quasi gewarnt, dass das nicht besonders toll ist. Ich habe aber geholt den Super Fine Brow Detailer. Das ist ein feinerer Stift. Hat so eine, trotzdem so eine, ist so ein flacher, flach und relativ fein. Ganz nett. Ist nichts Spektakuläres, aber ist nett. Kann man machen. Und Pomade in a Pencil. Den finde ich in der Tat ziemlich geil. Der ist also deutlich größer, hat aber so eine ähnliche Form, ist aber viel größer und ist recht wachsig. Also der hier ist so trocken, wie man es kennt. Relativ trocken. Und der ist wirklich so ein bisschen wachsiger und ich finde den richtig gut. Also ich muss sagen, ich finde den wirklich richtig gut. Ich habe den in der Farbe Dark Brown und den anderen habe ich auch in der Farbe Dark Brown. Also das ist so, ja, meine Augenbrauen sind ja im Grunde schwarz, ne? Also von daher kann ich immer das Dunkelste nehmen oder fast das Dunkelste, dann passt das schon ganz gut. Dann habe ich ein paar Sachen von MAC gekauft und zwar aus dieser Limited Edition aus dem Sommer. Diese. Ja, so eine Blossom, keine Ahnung, Blumen Limited Edition, ich weiß es nicht mehr, wie die hieß. Diese Farbe heißt Skew, das ist ein Lippenstift. Der hat so einen leichten blauen Sheen, das ist voll interessant. Der sieht irgendwie gar nicht so besonders aus, aber hat dann am Ende so einen blauen Sheen drüber. Also ein schöner Lippenstift, definitiv. Und ein Royal Flush Extra Dimension Skin Finish, also eins von diesen super High-Shine, krassen Blushes. Auch irgendwie sehr schön. Könnt ihr es überhaupt sehen? Was ist es denn? Hat
recht softe Farbe, aber dafür Glow bis sonst wohin. Und dann habe ich mir natürlich von MAC geholt, ne, hier habt ihr schon ein Video drüber gesehen, die Love Me Liquid Lip Color. Wow. Bleiben wir gleich bei Lippen. Und zwar habe ich mir geholt Chantecaille Lipstick Tea Rose, nachdem eine Abonnentin mir gesagt hat, ich soll mir den unbedingt holen. Ist schön. Ist schön. Weiß noch nicht, ob er mich umhaut. Dann von Pat McGrath Divine Rose 2. Das ist so ein, auch so ähnlich. Der ist ja auch so einfach die so einen leichten, so leicht Farbe abgeben und mehr Pflege haben. Netter Lippenstift. Dann einen neuen, wartet. Epic Kiss von KVD Vegan Beauty in der Farbe Lolita. Ich habe den gerade drauf. Ist ein schöner Lippenstift. Das hier ist ein Mini im Übrigen. Also, ja, schön. Ich mag ja das Packaging, ne? Ich finde das richtig cool. Das gefällt mir. Zwei von den neuen Urban Decay Lippenstiften habe ich mir auch geholt. Und zwar einmal in Matt, der 1993. Der ist so geil. Der ist einfach so braun und so wunderschön. Und in der Creamy-Variante Naked, das ist der, der hat so Aufsehen erregt bei euch. Also wirklich, ihr alle haben mich gefragt, was ist das? Wo hast du das her? Wow! Das sind, wie gesagt, die neuen Weiß-Lipsticks von Urban Decay. Die sind in so einer eckigen Verpackung. Und ich muss sagen, so mein erster Eindruck sagt mir, dass die Creamy-Variante noch ein bisschen geiler oder ein bisschen besonderer ist als die matte Variante. Aber es ist auf jeden Fall absolut lippenstiftmäßig absolute Empfehlung. Wirklich, muss ich sagen. Dann habe ich ein Pflege Silky Balm Honey Kiss von Huda Beauty. Erstmal finde ich diese Verpackung so übertrieben geil. Das ist so auch so ein bisschen perlig, ne? Also nicht nur weiß, ne? Sondern so. Und ich finde den richtig gut. Das ist einfach so ein. Ja, ich würde mal sagen, es ist halt einfach eine Lippenpflege. Hybrid zwischen Lipgloss und Lippenpflege und der hält richtig toll und ich mag den total. Also ich muss sowieso sagen, wir switchen hier gleich zu Huda. Die bringt im Moment so geile Sachen raus. Also man muss das wirklich sagen, Hut ab, echt. Denn Huda hier liegen Favoriten, drei Stück tatsächlich auf dem Tisch, die von Huda sind. Und zwar einmal die Huda Beauty Legit Lashes. Das ist die doppelseitige, die hat zwei Bürstchen. Mega, also ich finde die einfach richtig, richtig gut. Die ist noch in der Verpackung, weil ich habe eine Mini, die ich gerade in Benutzung habe. Also deshalb ist sie noch eingepackt. Dann Hudas Augenbrauenprodukte, beide einfach spitzenmäßig. Muss ich einfach sagen, richtig toll. Das Bomb Brows, ich habe die Farbe Black Brown im Übrigen. Das ist ein Stift, der ist so fein. Ich habe noch nie so einen feinen Stift gesehen. Und ich habe von einigen jetzt schon gehört, dass der bei denen abbricht. Bei mir ist er noch nicht abgebrochen. Und ich drehe aber auch nur so ein bisschen raus. Und also ich bin ganz begeistert. Ich bin absolut hin und weg. Und aber was noch ein bisschen geiler ist, ist das Bomb Brows Full and Fluffy. Das ist ihr neues Augenbrauengel. Das hat so eine übertrieben kleine Bürste und ihr könnt schon sehen, da sind ganz, die ist, das ist picke voll mit diesen Fiber-Dingern und ich finde, das macht so geile Augenbrauen. Ehrlich, definitiv Jahresfavoriten Kandidat, auf jeden Fall. Auch hier habe ich die Farbe Black Brown, das passt bei mir sehr gut, schön dunkel, schön intensiv, super. Dann noch eingepackt, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich es noch nicht ausgiebig getestet und auch noch kein Video für euch gemacht, aber bin schon hin und weg. Also ich habe schon einmal kurz geguckt und zwar von Glowish das Luminous Pressed Powder. Das habe ich hier in der Farbe 04 Light Medium. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich habe es mir jetzt nochmal eine Nummer heller bestellt, weil es macht einen extrem geilen Eindruck. Also wirklich, es macht einen extrem geilen Eindruck. Und dann, ich glaube, eins der Highlights hier aus diesem
gesamten Haul. Also es gibt ein paar Highlights, aber sind die neuen Blushes von Huda. Ich drehe am Rad. Wartet, ich muss mal hier. Ich brauche mal meinen Spachtel hier, um meine Verpackung aufzumachen. Und zwar hat Huda ja Blushes rausgebracht. 4 Farben insgesamt. 2 habe ich. Eine dritte ist auf dem Weg zu mir. Das hier ist die Farbe Caring Coral. Und die Farbe, Charming Cherry. Meine Güte. Oh Gott, Charming Cherry, ne? Guckt euch das doch mal an, ehrlich. Sorry! Ich habe es erst gestern gekriegt, deshalb bin ich ein bisschen euphorisch, ja. Also. Ich flippe aus. Ja, Hammer. Also ist noch mehr auf dem Weg zu mir. Ja. Ich habe ja auch den Bronzer. Hier ist er, der kommt jetzt gleich nach vorne. Ich habe den in der Farbe 2 Medium, da ist er mir einfach viel zu hell. Ich habe den jetzt, ich gebe den jetzt gerade ab, bin gerade dabei, ihn nachher einzupacken und wegzuschicken, weil er ist so interessant von der Textur. Alle diese Produkte sind mega interessant von der Textur, aber der ist mir einfach viel, viel, viel zu hell. Ich habe mir den jetzt nochmal eine Farbe dunkler bestellt und hoffe einfach, dass ich dann mehr davon habe, weil ich finde es schon wirklich, also Huda, ich mag dich im Moment, ich mag dich. So, es wird ein bisschen übersichtlicher auf meinem Tisch, aber wir sind noch lange nicht durch. Ich habe im Übrigen PR komplett rausgelassen und ich habe meine Pinselhaul, meine Pinselsachen alle rausgelassen. Ich habe euch aber auch schon einen Pinselhaul abgedreht vor nicht allzu langer Zeit. Deshalb habe ich die Sachen einfach mal außen vor gelassen. Dann habe ich diese hier gekauft. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Und zwar die Fenty Beauty Gloss Bomb Heat. Zuerst hatte ich ja den roten. Dann hat sie jetzt vor kurzem noch 3 andere Farben rausgebracht. Ich liebe diese Teile. Ich liebe, ehrlich, im Moment ist das dauernd auf meinen Lippen. Also so häufig, wie ich diese Lipglosse trage, habe ich noch nie, glaube ich, Lipglosse getragen. Also richtig geil. Dann habe ich neue Sachen von Tarte bestellt. Und zwar habe ich mir einmal diese Foundation hier geholt. Das ist die neue Amazonian Clay 16 Hours Full Coverage Foundation. Die habe ich bei Sephora gekauft im Store. Ich muss aber sagen, dass es war irgendwie, ich war mit meiner Tochter da, ich hatte nicht so richtig Zeit und Muße, wegen der Farbe zu gucken. Mir ist die Farbe eigentlich ein bisschen zu hell, deshalb ist es so schwierig, die zu testen. So helle Farbe, sieht dann ganz oft cakey aus. Deshalb überlege ich jetzt echt, ob ich die vielleicht hier abgebe und mir noch eine dunklere Farbe hole. Ich bin demnächst auch nochmal in der Stadt, wird dann vielleicht nochmal gucken. Ich habe sie schon mal getragen und sie hat einen extrem guten Eindruck gemacht. Also ja, deshalb bin ich auch immer noch dabei, ja, mir vielleicht eine dunklere Farbe zu holen. Dann hatte ich bestellt bei Tarte, weil die haben nämlich neue Liquid Blushes. Und ich so, hi, Liquid Blush! Und zwar Maneater heißen die. Die heißen Maneater Blush and Glow. Ich habe die Farbe Buff und die Farbe Peachy Pink. Ja, ich fand die Farben so schön im Shop, aber leider, ihr könnt es schon erahnen, sie sind mir einfach viel zu hell und ich finde es schade. Oh. Wenn ich das nächste Mal dort bestelle, denke ich, werde ich mir noch 2 andere Farben holen. Die Farbe ist schon ein bisschen besser, aber die hier ist wirklich für mich zu hell. Ich weiß, ich habe die neulich mal bei Instagram drauf gemacht und alle so, sieht so schön aus bei dir, total natürlich. So, ja, ist es auch. Ganz, ganz klar. Also softes Blush ist natürlich auch schön, aber ich mag es halt lieber ein bisschen intensiver. Von daher weiß ich nicht, ob das hier bei mir so liegen bleibt, ob ich das wirklich benutze oder ob ich die vielleicht in meinen Sale packe. So, das ist immer so eine Sache. Und dann habe ich mir hier ein Mini geholt von dieser, wie heißt du nochmal? Oh, diese Verpackungen. Aber zum Glück habe ich ja meinen Spachtel. Dieses kleine Ding hier, die Hydro Flex Foundation. Ich habe hier die Farbe 20 Light Neutral. Das ist ganz cool. Bei Tarte gibt es viele Minis. Die haben dann nicht immer alle Farben, aber bei mir passt diese Farbe hier total gut. Und wow, ich habe die Foundation auch jetzt neulich, einmal hatte ich sie drauf, auch bei Instagram aufgetragen. Vielleicht erinnert ihr euch. Das ist so unglaublich.
unglaublich gut aus. Und es sah so lange so unglaublich gut aus. Ich werd die Sachen auf jeden Fall nochmal in einem Video zeigen und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Dann habe ich hier noch so ein paar Lidschattenpaletten liegen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Und zwar habe ich mir diese beiden Norvina Paletten hier gekauft. Ich glaube, die hier habe ich schon mal in einem Video benutzt. Der Look war mega, also war richtig gut. Ich schlawenzelte um diese wirklich schon lange rum. Obwohl ich früher mal gesagt habe, ich finde die voll hässlich, voll das hässliche Packaging und so. Aber irgendwie haben sie mich dann doch. Ich glaube, ich habe die mal geholt. Da gab es 25% auf Paletten oder so bei Sephora. Da habe ich die geholt. Sind niedliche Paletten, muss man sagen. Dann habe ich mir die Wayne Goss Pearl geholt. Auch schon an meiner Braut damit geschminkt. Einfach die Qualität ist wirklich toll, muss man wirklich sagen. Die sind halt nicht so auf die Fresse, ne? Also die sind eher soft, die sind super pigmentiert, keine Frage, aber das ist halt nicht, irgendwie hier sowas. Ist klar, ne? Also die habe ich mir übrigens auch geholt. Die Beauty Bay Age of Opulence habe ich heute drauf, habe ich heute mit geschminkt und seht ihr ein Video wahrscheinlich nächste Woche, schätze ich mal. Dann hatte ich mir, jetzt geht's schon los, ne? Also so ein Haul zu drehen, ey, da ist die Stimme aber irgendwann hinüber. Von Kaleidos, die Flower Punk Palette. Weniger spektakulär als ich dachte, aber trotzdem eine interessante Palette. Auch die habe ich schon mal in einem Video benutzt. Die Urban Decay Naked Cyber, auch dazu habe ich schon ein Video gedreht. Hier ist sie. Sind alles so, ja, so Paletten, da weiß ich noch nicht genau. Und, wartet, ich muss es aufmachen, Huda Beauty, Wild Jaguar, diese schwarze. Ich habe im Übrigen vor, ich glaube, ich habe es noch nicht, weiß, werde es noch nicht zu diesem Zeitpunkt, kommt wahrscheinlich später, so rum, nochmal ein Fullface Huda Beauty machen. Ich habe wirklich alles für ein Fullface da und da schminke ich auf jeden Fall mit der Palette. Ich bin ja nicht so ein Fan von Huda Beauty Lidschatten gewesen bisher und hatte auch diese Kaki Haze zum Beispiel, die war, fand ich so schlecht, ey. Und auch die, ich hatte ja ganz am Anfang hier, die alle hatten, ne, diese Desert, wie hieß die nochmal, Desert Dusk oder so. Die war in Ordnung, aber es hatte mich nie so umgehauen. Das ist bisher die schönste, die ich so bisher in den Händen hatte. Ja. Kommen wir zu Natascha. Und Natascha hat ja in diesem Jahr eigentlich seit dem letzten Mal so viel nicht rausgebracht, weil alle immer sagen, schon wieder? Bringt sie schon wieder was Neues raus? So. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also was ich jetzt hier so liegen habe, es sei denn, ich habe irgendwas vergessen vielleicht. Ach so, die Sendo wahrscheinlich, ne? Die habe ich euch wahrscheinlich noch nicht in den Hall gezeigt. Sendo, wo bist du? Hallo? Da ist sie. Können wir noch dazu legen. Ich glaube, die habe ich, die wurde noch in keinem Hall erwähnt. Kann sein, dass auch noch eine Mini, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir geholt, mal abgesehen von allem Neuen, was sie so rausgehauen hat, das Invisible HD Face Powder. Ich finde das übrigens sehr, sehr, sehr gut. Das hatte ich irgendwann mal mitgenommen, als ich beim Sephora war. Da dachte ich, warum hast du das eigentlich nicht? Das musst du testen. Das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir ja, als es ein tolles Angebot gab bei Sephora, die Green Brown geholt. Im Übrigen finde ich dieses weiße Lederpackung. Packaging irgendwie. Ich finde das nicht schön. Muss ich echt sagen. Ach. Toll. Jetzt habe ich hier einen Schnitt drin. Guckt euch das mal an, ey. Die Green Brown. Leute, ja, ihr kriegt noch ein Video dazu. Es ist echt alle so, mach ein Video. Es ist einfach so viel los. Aber ich, weil so ein Natascha Denona Paletten-Review-Video ist immer so eine Sache. Aber ich kann euch eins sagen. Die Qualität ist pervers. Trotzdem, es sind nur Grün- und Brauntöne drin. Mehr nicht. Also, es ist schön. Es ist wunderschön und ich warte jetzt auf das nächste Mal, wo ich sage, yay, das ist ein geiler Deal. Da hole ich mir dann auch noch die andere, diese Purple Blue.
Purple, Blue, keine Ahnung, wie die heißt. Die andere große, die hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Ich muss es auch, ich habe das Gefühl, ich muss es bald machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn die irgendwann, vielleicht gibt es die nicht mehr. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber sie schmeißt ja jetzt auch, oder zumindest die meisten dieser Fünferpaletten raus, so wie ich das mitgekriegt habe. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich bin auch so eine verlässliche Quelle nicht, weil ich gucke mir Sachen an, kaufe sie, lasse es. Manchmal weiß ich auch nicht, ob es irgendwas aus dem Sortiment geht. Jedenfalls habe ich die hier bei Sephora in Hannover gekauft. Das ist die Eyeshadow Palette 5 in der Farbe 02, die Variante 02. Und die ist so schön, diese Palette. Die hat eine Qualität, eine Cremigkeit. Das ist unnormal. Unnormal. Wirklich unnormal. Traumhaft. Dann haben wir ja hier diese beiden, die in dem Zeitraum erschienen sind. Einmal die Sendo, die ich vom Packaging einfach kacke finde. Guckt euch mal das Packaging an. Seht ihr das? Hier sind schon überall so Kratzer drin. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Hier die ganzen Kratzer. Irgendwie fällt das bei den anderen, ist das nicht so schlimm. Ich weiß nicht, warum das bei der Sendo so schlimm ist. Dann die Retro. Ja. Habe ich natürlich zu jeder von diesen Paletten ein Video gemacht, ist ganz klar. Außer die beiden, die ich euch eben gezeigt habe. Dann gab es die Xenon. Auch dazu habe ich natürlich ein Video gemacht. Genauso wie zu ihren ganzen Stiften und Linern. Ja, also sie hat herausgebracht einmal diesen Macroblade Liquid Liner. Ich habe den benutzt. Dann ist er ein bisschen ausgeblutet. Dann habe ich ihn nochmal benutzt, dann ist er nicht ausgeblutet. Dann habe ich ihn wieder benutzt, dann ist er wieder ausgeblutet. Also wird nicht mein Lieblingsliner, muss ich sagen, weil der ist mir einfach nicht konstant genug. Aber dafür liebe ich die Macrotech Eye Crayons. Die hat sie in diesen... Sie hat auch noch eine dritte Farbe, so ein Beerig in die Richtung. Ich habe die Farbe Black und Brown. Ich liebe die. Die sind so gut. Die halten so gut. Aber ich finde, so das Highlight, was sie rausgebracht hat für mich in diesem Jahr, sind eindeutig diese Plättchen. Die heißen Work and Set. Und da habe ich einmal einen schwarzen. Die sind als Eyeliner gedacht. Oder auch für die Wasserlinie mega. Dann habe ich den Nude. Das ist der helle, den ich in der Wasserlinie benutze. Das ist so geil. Der hält so ewiglich. Voll geil. Und die Farbe wahrscheinlich Brown. Steht so, Alter. Die Farbe Brown. Ich finde die so gut, die Pöttchen. Ich bin ganz happy. Ehrlich, ich bin richtig happy. Kommen wir zum letzten Kapitel unserer... Ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll. Also, Halleluja. Und zwar kommen wir zu Gesichtspflege. Da ist es schon noch einiges, muss man wirklich sagen. Da liegt ja einiges rum. Ich habe zum einen mir geholt diese Angel Wings. Habe ich, weiß nicht, bei Instagram, glaube ich. Hatte die bei Chadash gesehen. Und das sind so kleine Rosenquarz-Massage-Engelsflügel. Warte, so müsst ihr es sehen. Wie niedlich, oder? Einfach süß. Schön, kann man wirklich toll das Gesicht mit massieren. Vor allen Dingen, es sind zwei. Man bearbeitet gleich beide Gesichtshälften gleichzeitig. Ich habe ja im Moment wirklich Probleme mit Schwellungen, das muss man einfach sagen. Und ich benutze sie jetzt nicht täglich. Aber ich habe sie schon mehr benutzt, als ich dachte, dass ich sie benutze. Ja? Und da kann man so richtig schön hier so hingehen und dann schön nach oben die Lymphen so ausstreichen. Ich finde die schön. Tatsächlich, waren super günstig. Ich habe die bei Beauty Bay bestellt. Die haben, ich glaube, 13 Euro oder sowas gekostet. Also ich finde, dafür konnte man es echt mal einfach mitnehmen, oder? Ja. Und weil ich gerade so Bock habe auf solche Tools, hatte ich mir dann jetzt vor kurzem erst dieses von Nurse Jamie, diesen Super Cryo Mini Massaging Orb, was auch immer ein Orb ist. Und der heißt ja Mini, ne? Ich weiß ja nicht, wie groß der Original ist, der große, aber der ist schon echt groß, ne? Oh, und das ist so eine Metallkugel, die sich hier drin so dreht. Und damit kann man eben sein Gesicht massieren oder überhaupt auch alle Körperstellen, ne? Also man kann sich da überall mit massieren. Oh, das ist cool. Vielleicht sollte ich das mal mit unten aufs Sofa nehmen, hier für den Nacken. Oh Gott, und man kann den auch warm machen und kalt. Hey, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Schön ein bisschen warm machen und dann den Nacken damit massieren.
Ich muss meinen Mann heute mal. Ja, dem muss ich mal sagen, dass er das mal machen muss. Geil. Ja, also den habe ich bei Cult Beauty bestellt und auch das Ding war gar nicht teuer. Es hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Ich würde ja echt gerne mal wissen, wie groß der Große ist, ne? Das würde mich ja mal interessieren. Also, ja, keine Ahnung. So, dann habe ich jetzt hier relativ viel Skincare rumstehen, was hier eingezogen ist in der letzten Zeit, in den letzten 4 Monaten. Zum einen natürlich kam jetzt erst vor kurzem raus der No Cosmetics 120 Stunden Liquid Hydrator mit Leon X Skincare. Ehrlich, ich habe den in Verdacht. Also, entweder bringt er mir gar nichts oder er macht es schlimmer oder er kann einfach gar nichts dafür, weil ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich den benutze, ist meine Haut trockener als sonst. Das wäre total schräg, weil ich habe von ganz vielen gehört, dass der so toll ist, dass der bei denen total Feuchtigkeit spendet. Ich habe bei mir nicht das Gefühl, es ist halt fies, weil es könnte auch einfach sein, dass jetzt durch diese Herbstumstellung meine Haut ist völlig amok. Ja, also die ist hier so trocken, dass ich wache nachts auf und denke, ich gehe jetzt rüber in mein Schminkzimmer und creme mich ein, weil es so spannend und unangenehm ist. Und das ist natürlich klar, jetzt ist die Umstellung zum Herbst und so, meine Haut flippt dann eh immer aus. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Produkt es besser macht. Ich werde es jetzt nochmal wieder absetzen und gucken, ob sich meine Haut verändert. Das habe ich schon mal gesagt und meiner Haut ging es tatsächlich besser zwischenzeitlich. Und jetzt habe ich das wieder angefangen und jetzt geht es ihr wieder schlecht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ran liegt, weil hier ist nichts Schlechtes drin. Also hier ist nur Gutes drin. Also es kann nicht an diesem Produkt liegen. Das würde mich wirklich sehr wundern. Ja, berichtet mal. Ich weiß, ganz viele finden das ganz toll und ich will es auch auf gar keinen Fall schlecht reden. Meine Haut ist sowieso eine Knall. Dann habe ich, das ist voll siffig, ich muss das erstmal sauber machen. In meiner Schublade ist was ausgelaufen und zwar dieses Teil hier, kann ich euch kurz zeigen, James Reed, dieses H2O Tanning Mist, das ist ausgelaufen, das habe ich im Übrigen auch geholt, genauso wie die James Reed Gradual Tan Sleep Mask Tan Face, habe ich tatsächlich gar nicht so häufig benutzt, aber jedenfalls ist dieser Gesichtsbräuner ausgelaufen und die Hälfte meiner Sachen ist voll damit. Und wenn ich das natürlich jetzt anfasse, habe ich morgen schön so braune Handinnenflächen. Ja, schön geil. Genau, also ich habe geholt von Colibri Cosmetics den Exfoliant Booster. Ich glaube, ich möchte das nicht mehr benutzen. Hat 2 Gründe. Also ich habe ja schon so ein bisschen Erfahrung mit AHA und sowas, ne? Ich benutze sowas nicht viel, weil meine Haut ist halt eben einfach sensibel. Ich benutze so ein chemisches Peeling einmal die Woche, wenn es meiner Haut gut geht. Also vielleicht werde ich es jetzt im Herbst, Winter wieder runterschrauben. Das muss ich mal gucken. Ich habe zum Beispiel dieses von AHA 7 Whitehead Power Liquid von Cosrx. Ihr seht mal, ich brauche von sowas ja echt wirklich so gut wie nichts, weil ich benutze es, wie gesagt, nur einmal die Woche. Wenn ich das benutze, habe ich ein angenehmes Gefühl und am nächsten Morgen fühlt sich meine Haut unfassbar an. Total weich und soft, eben exfoliert. Hier ist es so, ich habe das noch nicht lange und ich habe das vielleicht auch, ich würde mal sagen, dadurch, dass ich es nur einmal die Woche benutze, vielleicht so 6-mal benutzt oder sowas. Zum einen habe ich das Gefühl, wenn ich es auftrage, brennt es. Das ist schon mal ja nicht so toll. Es brennt nicht unglaublich, aber es brennt ein bisschen. Und ich habe am nächsten Tag überhaupt kein Effektgefühl. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie effektiv irgendwas Schönes mit meiner Haut gemacht hat. Deshalb bin ich gerade im Moment so am Überlegen, benutze ich das weiter oder lasse ich es sein? Ich weiß es echt nicht. Ich bin wirklich sehr im Zwiespalt mit dem Produkt. Erzählt mal, wie findet ihr das? Habt ihr damit Erfahrung? Berichtet mir mal. Aber ich würde es auch nicht öfter nehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht packe ich es wirklich in meinen Sale oder... Ich weiß es noch nicht. Ich bin ganz, ganz unentschlossen, was dieses Produkt angeht. Dann habe ich gekauft... die 2. Packung von dem Niacinamide von X Skincare mit Colibri. Ich habe, glaube ich, in meinem
Haul Review Video vor ein paar Wochen das erste davon gezeigt, wie geil ich das finde. Also ich habe es nachgekauft, was soll ich sagen. Ja, ich finde es richtig gut. Dann habe ich auch den Brightening Booster mir zugelegt und den Barrier Booster. Ich mag die alle. Also die kleinen Boosterchen, die finde ich alle gut. So, wir nähern uns dem Ende. Mitte des Jahres irgendwann kam Selfless by Hyrum raus und da habe ich zwei Sachen mir gekauft. Einmal das Centella Green Tea Daily Cleanser. Also ich habe ihn jetzt wirklich eine Weile benutzt und ich mag das einfach nicht. Ich mag, also nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht für mich wäre oder so. Ich mag die Konsistenz nicht und wie es sich auf dem Gesicht verhält. Irgendwie mag ich es einfach. Es springt nichts über. Kommen wir aber zu AHA und Säure und so. Und da finde ich das ziemlich geil, muss ich sagen. Und zwar Mandelic Acid and Rice Grain. Ich habe keine Ahnung, was es eigentlich genau ist. Jedenfalls ist es auch ein Exfoliator, also ein chemisches Peeling. Und ich komme damit viel besser klar als mit dem von Leon. Das brennt bei mir gar nicht. Und am nächsten Morgen habe ich diesen Effekt, diesen weichen, hydratisierten, glatten Effekt. Also ich muss sagen, das gefällt mir gut. Das benutze ich aktuell einmal die Woche. Und es gefällt mir persönlich, meiner Haut gefällt das besser. Dann habe ich mir von The Ordinary geholt das Squalanöl, weil ich hatte vorher eins von, also es ist auch noch ein bisschen was von da, von Good Molecules. Das geht jetzt dem Ende zu und ich mische das Squalan voll oft irgendwo rein. Also zum Beispiel in eine Gesichtscreme oder in eine Maske oder was weiß ich. Ich benutze das super viel, auch für die Fingernägel und was für alles Mögliche. Und da habe ich mal das von The Ordinary genommen. Ich finde das super gut. Dann habe ich hier die Verpackung von dem Cleanit Zero stehen, weil das Original ist im Bad und es ist fast leer. Also ich muss eigentlich nachkaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, weil ich verrückt bin. Von Vanilla Co. Das hier ist, glaube ich, von... Das habe ich... Ist, glaube ich, noch von Yes Style bestellt. Ja, ich liebe das. Ich würde das immer wieder nachkaufen. Ist mein absoluter aktueller Lieblings-Gesichtsreinigungsbalm. Super Zeug. Dann hatte ich mir geholt Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Natürlich angefixt von Shenya, ist klar. Ich glaube, jeder hat sich das irgendwie in der letzten Zeit zumindest sich dafür interessiert. Das hatte ich mit im Urlaub und habe es da jeden Tag benutzt. Und ich finde es sehr schön. Ich würde es nicht nachkaufen. Ich finde es wirklich schön, aber ich kenne für mich, finde ich, schönere. Aber wirklich schön. Definitiv schön. Ich habe halt andere Favoriten, aber ich mag es auf jeden Fall alle und freue mich darüber. Ich will gar nicht so viel reviewen, ne? Mache ich einfach. Nachkaufprodukt habe ich mir geholt von Cosrx Aloe Soothing Sun Gel. Ich liebe das. Dann noch ein Nachkaufprodukt, auch noch verpackt, weil das Original oder das... Wartet, ich hole mal die... Das ist ein Nachkauf. Das ist das... was ist hier denn mit der Verpackung los? Das habe ich nachgekauft und zwar das hier ist das Can Make Mermaid Skin Gel. Das ist so gut wie alle. Das mag ich wirklich. Der schöne Lichtschutzfaktor. Gefällt mir richtig gut. Dann noch mehr angefixt von Shenya. Wir kommen jetzt wirklich hier zum Schluss. Bar Centella Asiatica Ampulle. Ich liebe Toner. Benutze ich noch nicht lange. Dann den Centella Unscented Toner von Purito. Auch der hat volle Lotte das Dings da abgekriegt. Auch angefixt von Shenya. Habe ich mir noch kein Bild drüber gemacht. Ein Nachkaufprodukt, der Vita B5 Toner von Tiam. Das war in meiner womöglich verschollenen Yes-Style Lieferung. Ich liebe das. Aber jetzt ist er noch zu, weil ich habe gerade so viel anderes offen. Also deshalb mache ich den nicht auf. Dann habe ich mir noch Masken geholt. Und zwar von Laneige die Sika Sleeping Mask. Die ist ganz okay. Mir ist die ein bisschen zu komisch auf dem Gesicht. Also das bleibt mir zu viel. Ich weiß nicht. Also so richtig lieben tue ich die nicht. Dann habe ich mir von Cosrx den Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. Ich finde die überhaupt nicht moisturizing. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Maske auftrage, dann muss ich danach eine Maske auftragen. Bin ich nicht so überzeugt von. Aber
das Zeug. Burrito, Seeker, Barrier, Sleeping Pack. Das ist richtig gut. Das fühlt sich so gut an auf der Haut. Ehrlich, Leute, das fühlt sich so unfassbar gut an. Ich mag's. Ich mag's. So, wir sind fertig, Leute. Wir sind fertig. Ich bin jetzt auch fertig. Ich kann gar nicht mehr richtig gucken. Das war wahrscheinlich der krasseste Haul, den ich je gemacht habe. Als nächstes gibt es dann wieder eine Haul-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch dran. Also wer jetzt noch dran ist, der ist echt ziemlich irre. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.